Nein. So. Ah ja, jetzt. Das ist etwas Besonderes. Wenn Sorata schlafen geht, kriegt er manchmal Backflash. Flashbacks. Ich rede es immer. Ich spreche es immer falsch aus. Und dann erfahren wir mehr aus seiner Vergangenheit. Gut, du scheinst stark genug zu sein. Gehen wir zum Dämonenkönig. Gut, wie ihr meint, Meister. Sein Schloss liegt im Süden. Jetzt komm. Ja, und während dieses Flashbacks können wir uns bewegen und müssen auch gegen Monster kämpfen. Fies. Heilen. Können wir uns nur. Wir können nicht in Traumwelten speichern. Aber wir können Dinge daraus mitnehmen, die wir dann auch, meine ich, in der Menschenwelt benutzen können. Also, ein bisschen verwirrend ist es. Oh. Wo müssen wir denn lang? Übrigens, ich kann euch kurz mal zeigen, im Kampf. Und unser General kämpft nicht mit. Ziemlich fies eigentlich. Er lässt uns die ganzen Monster besiegen. Wir müssen ihn zu diesem Schloss begleiten. Einfach nur so. Ja gut, den Kampf besiegen mache ich gerade schnell. Ich bin ja imbar genug, um die zu töten. Ja. Ach verdammt. Okay, Kreuzschlag. Übrigens, wenn euch die Hintergrundmusik zu laut oder zu leise ist, ich kann leider nicht Hintergrundmusik separat aufnehmen. Ich benutze nämlich Camtasia Studio 6 und da kann man leider nur das Mikrofon aufnehmen. Und nicht den Hintergrund. Ich habe noch kein Programm gefunden, mit dem ich nur Ingame-Sound aufnehmen kann. Und deshalb muss ich den Ingame-Sound übers Mikrofon aufnehmen. Ich sitze sozusagen vor den Boxen, drehe die lauter und leiser, um euch den Sound zu präsentieren. Also wenn er zu laut oder zu leise ist, schreibt es mir, dann werde ich das regulieren. Also wenn er meine Stimme übertönt, meine ich. Müssen wir das wirklich tun, Meister? Ich meine, wir sollen den Dämonenkönig töten? Und wenn schon, es wird ein neuer Dämon an seine Stelle treten und alles wird sich wiederholen. Unser Auftraggeber sieht aber im Dämonenkönig eine zu große Gefahrenquelle. Er hat sich in den letzten Jahrhunderten viel zu viel Macht angemaßt, als dass wir das schon noch länger tolerieren könnten. Also jammer nicht rum, wir müssen Befehle ausführen. Ihr habt wie immer recht, Meister. Und da sind die Wächterdämonen, die wir aber bei unserem Auszug aus der Dämonenwelt mit einem Schlag besiegen konnten. Also wird das nicht so stark sein. Wer seid ihr? Der Dämonenkönig empfängt hier in seiner Südresidenz keine Besucher. Also packt euch und verschwindet. Ich bezweifle mal, dass ihr großartig etwas zum Melden habt. Ah, und unser General tötet sie und für uns. Bist du verrückt? Erwartet dich eine extrem hohe Strafe, Freundchen. Vielleicht zum nächsten Dämonenkönig, der amtierende lebt ne nicht mehr lange. Aber ihr dürft ruhig schon mal vorgehen. Bäm, und alle tot. Das wäre es gewesen. Gehen wir hinein und kümmern uns um diesen Möchtengern-König. Ja, Meister. Ja, und das ist der Dämonenkönig mit einem Mädchen oder Frau daneben liegend. Haben wir dich, Dämonenkönig? Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Ich habe unzählige Wachen aufgestellt. Dieser Haufen inkompetenter Schwächlinge? Lachhaft. Und was wollt ihr? Es wird Zeit, dass ihr abdankt. Meine Auftraggeber sehen nur ungern eure Politik mit an. Was? Es ist unabdinglich, dass wir Dämonen die Welt der Menschen unterjochen. Weshalb soll es falsch sein, die Weltenschwelle zu nutzen? Nun, es ist einfach noch nicht Zeit dafür. Mein Auftraggeber möchte euch einfach nur durch einen etwas weniger ambitionierten Kandidaten ersetzen. Das lasse ich nicht mit mir machen. Zu dumm. Ach, Mistkerl.
Los, mein Junge, das ist deine Chance. Erledige diesen aufgeblasenen Hampelmann. Aber es ist der Dämonenkönig. Wie soll ich denn den besiegen? Ich habe ihn entscheidend verletzt. Versetze du ihm einfach den Gnadenstoß. Wie ihr wünscht, Meister. Oh, und ein Traumentgegner. Haben wir hier. Der Dämonenkönig. Mal sehen, ob er schwach genug ist, damit wir ihn besiegen können. Oh, er zieht ganz schön viel ab, finde ich. Aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir in einem Traum sterben. Ob wir dann Game Over gehen oder einfach nur aufwachen. Ich glaube, wir gehen Game Over, weil das gehört mit zur Story. Obwohl man nicht unbedingt im End schlafen muss. Ach, ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass wir einfach aufwachen. Oh nein, wir müssen verteidigen. Das war kritisch. Ein Glück haben wir uns verteidigt. Ein Zaubertrank. Ja, wir können im Traum unsere in der Menschenwelt, also in der Zukunft, steigerten Gegenstände verwenden. Was soll das? Streng dich gefälligst an. Ja, schon gut. Wir wurden vollständig wieder geheilt. Also können wir gar nicht sterben. So ist das also. Dann haben wir unseren Trank haben wir völlig umsonst verschwendet. Bin ich doof. Ein Glück, wir haben ihn besiegt. Oh, unmöglich. Ach. Und damit ist er down. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass diese Fatzke kein Problem darstellen wird. Ihr hattet wie immer recht, Meister. Doch wer ist diese Frau? Woher kommt sie? Diese Art von Dämon habe ich noch nie gesehen. Und hier mache ich kurz einen Schnitt. So, und da spielen wir auch schon weiter. Ich musste kurz was erledigen. Was war das, Sorata? Wieso konnte ich deine Gedanken sehen? Wenn wir Dämonen schlafen, kann es vorkommen, dass unbeteiligte Personen durch unsere Träume die unterbewussten Gedanken lesen können. Eines möchte ich dich fragen. Und das wäre? Wer war diese Frau? Das erzähle ich dir bei Gelegenheit. Oder ich erfahre es, wenn du davon träumst. Ist da jemand eifersüchtig? Kann schon sein. So, damit hätten wir auch die kleine Traumquest sozusagen besiegt oder gemeistert. Es werden noch viele andere Folgen, aber ich meine, man muss nicht mehr gegen Endgegner kämpfen, also oder gegen Monster überhaupt kämpfen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und wir holen uns erst noch, nicht, dass ich wieder unvorbereitet in Kämpfe reinlaufe. Wir holen uns noch verschiedene Gegenstände, die wir, ich glaube, hier war es, die wir tragen. Wir wollten nur vorbeischauen, wenn sie uns gleich so an. Es gibt's doch nicht. Es kommen immer wieder Fehlermeldungen. Da möchte ich gleich mal den Geschäftsführer sprechen, Freundchen. Ich bin der Geschäftsführer. Dann ist ja alles geklärt. Verzeiht mein herrisches Auftreten, aber das Geschäft läuft miserabel. Wieso das? Man lobt sie hier in Kosol nur in höchsten Tönen und auf dem Kontinent scheinen ihre Backwaren auch beliebt zu sein. Nur auf dem Kontinent unterschätzt nicht die Qualität meiner Backwaren. Und eingebildet ist er auch überhaupt nicht. Und das ist das Problem. Die Kuriere trauen sich nicht mehr richtig, die Lieferungen zu übernehmen. Wegen der Monster? Exakt. Keine Ahnung, wieso diese Biester wieder verstärkt auftreten. Aber es schadet meinem Geschäft. Oh, und die Frau läuft auf dem Tisch. Seht ihr das? Ja. Jedoch, ihr seht wie starke Krieger aus. Wollt ihr für mich arbeiten als Kurier? Muss das sein, Sorata? Wir haben auch noch anderes zu tun. Aber wir müssen den Leuten doch helfen. Indem wir Backwaren verteilen? Exakt. Ja, Jesus brach das Brot. Dieser Kerl bringt mich noch um den Verstand. Also es ist ganz einfach. Ihr bekommt von mir Backwaren, die ihr an Kunden verteilt. An wen, das teile ich euch vorher immer mit. Natürlich müsst ihr das den Kunden auch überbringen. Kommt deshalb nach jeder verteilten Backware, um eure Verdienste zu erhalten. Sucht ihr eigenhändig nach den Kunden, kann es sein, dass ich euch das Geld vorenthalte. Aus reiner Vergesslichkeit versteht sich. Habt ihr es an alle Kunden verteilt, bekommt ihr einen äußerst seltenen Gegenstand. Das klingt sehr verlockend. Wir machen es. Wunderbar, hier die Backwaren.
Es wurde deine Aufgaben einer Quest hinzugefügt. Ja, und ich muss mal gerade gucken. Ich weiß, dass wir ein Questmenü hatten, aber ich weiß nicht mehr wo. Und ich wollte eben.